Hallo, wir haben immer gesagt, wenn wir einen Widerstand haben oder einen Verbraucher, im Allgemeinen einen Widerstand, dann brauchen wir dort eine Spannung, dass der Strom durchrinnt. Weil die Spannung erzeugt ein elektrisches Feld und das elektrische Feld erzeugt die Kräfte auf die Ladungsträger und dann fangen die Ladungsträger zu rinnen an, wenn sie sich bewegen lassen, in einen Leiter. Okay? Wir brauchen also eine Quelle für unsere Spannung, Spannungsquelle. Ja. Glücklicherweise gibt es sowas, ja. Zum Beispiel sowas. Ja. Spannungsquelle, 9 Volt Batterie, kennen wir hoffentlich. Okay? Zweite Spannungsquelle, wieder 9 Volt Batterie. Andere Spannungsquellen, hier zum Beispiel. Steckernetzteil, ja, wo auf der anderen Seite des Kabels die Spannung halt herauskommt. Dann ebenfalls, was die meisten kennen wahrscheinlich, ja, Handyladegerät, USB-Stecker, Spannungsnetzteil. Im weitesten Sinne ist sogar unsere Steckdose eine Spannungsquelle, wobei das eigentlich nur die Anschlüsse der Spannungsquelle sind. Okay. Also eine Spannungsquelle hat üblicherweise zwei Anschlüsse. Die Gleichspannungsquelle hat zwei Anschlüsse, nämlich einen Plus- und einen Minusanschluss. Oben zwei Anschlüsse, Plus und Minus. Dazwischen sind in diesem Fall 9 Volt. Schau mal. Ich glaube, es sind nur 9 Volt. Habt sicher noch nie gemacht. Gell? Also, 9 Volt sind da dazwischen. Jetzt schauen wir mal, wie das in einem Schaltplan ausschaut. Okay? Also eine Spannungsquelle hat auf alle Fälle ein Symbol. Ja? Das ist einmal Fx. Ja? Und das Symbol einer Spannungsquelle schaut so aus. So, Ringel, ja? Und der Strich durch. Das ist schon. Ja. Manchmal steht auch hier noch irgendwo ein Plus, dass man weiß, okay, hier wäre der Pluspol. Okay. So schaut eine Spannungsquelle aus. Und eine Spannungsquelle liefert eine Spannung. Ja, zwischen Plus- und Minusanschluss. Da ist die Spannung. Ja. Die Spannung nehmen wir üblicherweise UQ für Quelle oder U0. Ja, U0. Ja. Und durch die Spannungsquelle, wenn ich da was anhänge an die Spannungsquelle, dann rinnt natürlich auch ein Strom durch. Ja, klar. Das heißt, da kann auch ein Strom I durchrinnen. So schaut das aus mit den Spannungsquellen. Ja. Und die Spannungsquellen haben dann üblicherweise zwei Anschlüsse hier, einen Plusanschluss und einen Minusanschluss. Das kann man als so kleines Ringerle einzeichnen. Was ist das Ziel oder was wollen wir von der Spannungsquelle? Von der Spannungsquelle wollen wir, dass diese Ausgangsspannung hier, diese Klemmenspannung an der Spannungsquelle, unabhängig vom Strom ist. Also wenn wir das in ein Diagramm einzeichnen. Wenn da der Strom aufgezeichnet ist und hier die Spannung, ja, dann haben wir da irgendwo ein U0, ja, Klemmenspannung. Und was wir an und für sich haben wollen, ist, dass dieses U0 immer gleich bleibt, unabhängig wie viel Strom durchrennt. Also da an der Spannungsquelle sollen immer, immer, immer 9 Volt sein. Egal, ob ich da jetzt mein Auto damit startet und hunderte Ampere durchrennen, ja, oder ob ich eine kleine LED dran halte und das ein bisschen klingt, ja, und ein paar Milliampere durchrennen. Ja. Ist vollkommen egal, soll immer um 0 sein. Das wäre eine ideale Spannungsquelle. So stellen wir uns das vor. Ideale Sachen gibt es nicht. Ja. Oder sehr wenige. Wisst ihr wahrscheinlich aus eigener
leidvolle Erfahrung. Jede Spannungsquelle hat nämlich blöderweise auch einen Innenwiderstand. Das schaut also so aus. Spannungsquelle. Und dann geht es nicht gleich auf die Klemme, sondern da gibt es auch hier einen Innenwiderstand. Und dann sehe ich erst die Quelle. Den Innenwiderstand, der ist da nicht einbaut. Ja? Der ist einfach da drinnen. Ja? In einer Batterie ist zum Beispiel die chemische Reaktion irgendwie beschränkt, ja? und dann rindert nicht mehr Strom. Ja? Zum Beispiel. Ja, das gibt es nicht. Den Innenwiderstand als Bauteil gibt es nicht. Der ist einfach da. So stellt man sich das vor. Gut. Da sind jetzt die Anschlüsse. Das ist, innen drin stellt man sich vor, ist eine ideale Spannungsquelle. Also hier haben wir praktisch U0. Und da rinnt der Strom jetzt durch. Pass auf, jetzt zeichne ich in den Richtung ein. I. Ja. Da rinnt jetzt der Strom durch. Und hier haben wir den Innenwiderstand RI. Am Innenwiderstand RI gibt es eine Spannung. Hier, UI. Und die ist nach dem Ohmschen Gesetz, ja, R mal I, also UI ist RI, also das ist so I gemacht, mal I. Okay. UI ist RI mal I, rennt der Strom I durch. Und da draußen hier habe ich die Klemmenspannung. Das ist das, was ich da wirklich an den Anschlüssen beobachten kann. Ja. Das ist das U. Wann wir jetzt, wir haben auch schon über die Maschenregel gesprochen, gell? Ich fange da an mit meiner Masche. Masche 1. Okay. Wenn ich die Masche 1 jetzt anschreibe. Masche 1. U0. Minus U minus UI ist gleich 0 Volt. Okay. Das heißt, mein U ist gleich U0 minus UI und das ist gleich U0 minus RI mal I. Okay. Also meine Ausgangsspannung hier hängt sehr wohl vom Strom I ab. Jetzt ist der, steht der da. Ja? Und zwar, je größer I wird, ist I 0, haben wir U0. Das ist bei 0 Strom, haben wir U0. Und je größer I wird, desto weniger von dieser inneren Spannung sehe ich hier außen, weil der Strom ja da durchrennen muss. Und da habe ich einen Spannungsabfall. Okay? Das heißt, real wird das Ganze so ausschauen, dass hier die Spannung linear sinkt. Ja. Geradengleichung haben wir da. Also das oben, das ist ideale Spannungsquelle und das hier ist eine reale Spannungsquelle. Gut? So schaut das aus. Ja. Spannungsquelle heißt das. Ja, wie gesagt, kann eine Batterie sein. Man kann sich ja vorstellen, die Steckdosen ist eine. Aber wenn wir die eigentliche Spannungsquelle, nämlich das Kraftwerk, nicht sehen, ja, aber für uns tut es diese Vorstellung. Ja. Da in einem USB-Stecker drin sind auch zwei, es sind sogar vier Anschlüsse, nämlich zwei Daten und ein Plus und ein Minus. Aber im Prinzip gibt es Plus und Minus da drin, zwei Anschlüsse. Ja. Reale Spannungsquelle. Das macht es uns manchmal ein bisschen schwierig. Nämlich, dass wenn wir zu viel Strom verlangen von unserer Spannungsquelle, dass einfach die Spannung da einbricht und ich gar nicht mehr so viel Spannung zur Verfügung habe. Und dann irgendwo
Rind hat so viel, gerade so viel Strom, wie die Spannungsquelle gerade liefern kann. Und durch diesen Innenwiderstand hier, ja, rinnt der Strom durch. Und dann habe ich einen Strom und eine Spannung. Und wir haben gesagt, Strom und Strom und Spannung ist Leistung. Das heißt, meine innere Verlustleistung ist I mal UI. Ja. Und wenn da ein rechter großer Strom rinnt, dann ist auch das UI sehr groß. Ja. Dann wird die innere Verlustleistung da drin groß und dann wird das Ding heiß. So kann man sich das auch vorstellen. Ja. Wird auch durch die chemischen Reaktionen heiß, aber egal. Das ist das, was euer Netzgerät an und für sich warm macht, wenn man sich das so vorstellen will. Ja. Realität schaut es ein bisschen anders aus, ein bisschen komplizierter, aber für uns reicht es einmal so. Jo, Leistung. Verlustleistung haben wir da drinnen, reale Spannungsquelle. Schauen wir uns das an. Ja? Schauen wir das anhand eines Beispiels. Schauen wir uns das an, wie der Zusammenhang ist. Ich sage jetzt, wir haben eine reale Spannungsquelle. Schaut so aus. Gehen wir jetzt schon. Und da dran habe ich jetzt einen Lastwiderstand angehängt. RL. Da habe ich U0. Okay. Und ich kann Spannungsquelle folgendes beobachten. Ja. Bei offener Klemme. Ohne RL messen wir eine Spannung von, nehmen wir 9 Volt. Also wir haben so eine Batterie. Bei einem Widerstand RL gleich, ja, nehmen wir 100 Ohm, messen wir eine Spannung von, und die zeichnen die da jetzt ein, U ist dann natürlich, also das U war zuerst 9 Volt. U ist gleich 8,5 Volt. Jetzt ist 8,5 Volt dazwischen. Ja, weil ich da dazwischen 100 Ohm hänge, habe ich 8,5 Volt. So, die Frage ist, wie groß ist der Innenwiderstand RI. Okay. Zuerst einmal müssen wir wissen, wie groß U0 ist. Ja. Wenn wir sich das überlegen, ja, offene Klemme, was das bedeutet, schaut so aus.
im HWU. Bei offener Klemme wird der Strom rennen? Nein, natürlich nicht. Wo soll er hinrennen? Ja, der steht da und fertig. Ja. Das heißt aber auch, wenn kein Strom rennt, gibt es bei RI keinen Spannungsabfall. Das heißt, U ist gleich U0 in diesem Fall. Und das ist also, in der Angabe steht, 9 Volt. Das ist schon nicht schlecht. Ja. Weil jetzt wissen wir, dass U0 9 Volt ist. Gut. Und jetzt schauen wir uns diese Sache an. Ja. Ich zeichne sie nochmal größer heraus, dass wir gescheit drinnen herum schmieren können. Klemme. Hier habe ich RI, ich schreibe das da jetzt ausnahmsweise mal rein, hier habe ich RL. Okay. Hier habe ich U0, was wir gerade wissen, dass das 9 Volt ist. Und hier haben wir U. Und das wissen wir, dass das 8,5 Volt ist, aber das haben wir gegeben. Okay. Und das RL wissen wir auch, das sind 100 Ohm. Gut. So, jetzt schauen wir uns das an. Ja. Welche Spannung liegt hier an RL? UL. Wie groß ist die? Wir wissen, hier an der Klemme sind es 8,5 Volt, hier UL. Wir machen eine Masche. Ich meine, viel werden schon sehen jetzt natürlich. Ja? Aber wir machen hier eine Masche. Masche 1. U minus UL ist gleich 0 Volt. Das heißt, UL ist gleich U ist gleich 8,5 Volt. Okay. Dann haben wir hier ein I durch. Jetzt habe ich einen Widerstand und eine Spannung und kann somit I berechnen. Okay. Also I ist gleich UL dividiert durch RL. Und das sind 8,5 Volt dividiert durch 100 Ohm. Und das sind 1085 Milliampere. 0,085 Ampere. 85 Milliampere. Preisfrage. Welcher Strom rinnt hier? Dadurch, dass die in Serie geschalten sind und die Knotenregeln ja gelten, rinnt hier ebenfalls I. Das sind 85 mA. Okay. Nächste Preisfrage. Welche Spannung liegt hier? Widerstand wissen wir nicht, den wollen wir wissen. Strom wissen wir schon, ist nicht schlecht. Um das Ohmsche Gesetz anzuwenden, sollten wir noch eine Spannung herausfinden und das ist das UI. Und wieder hilft mir meine Maschenregel, der Kirchhoff. Fangen wir wieder links rum an. Das ist die Masche 2. Also Masche 2. U0 minus U minus UI ist gleich, bin ich wieder am Anfang, 0 Volt. So, also mein UI ist gleich
bringe ich einfach auf die andere Seite, U0 minus U. Ja? Und das sind 9 Volt minus 8,5 Volt sind gleich 0,5 Volt. Gut, gell? Jetzt habe ich ein I, jetzt habe ich ein U und somit kann ich mein R ausrechnen. Ja? Ri ist gleich Ui dividiert durch Ii und das sind meine 0,5 Volt dividiert durch meine 85 mA. Ja? Also 0,5 dividiert durch 0,085 Ohm. Ja? Und jetzt brauche ich einen Taschenrechner und ich hoffe, ich habe den irgendwo. Nehme ich halt kurz mein Telefon. Ah, da liegt er. Da liegt er, ist eh da. Nehmen wir das daher und so. 0,5 dividiert durch 0,085. Das sind 5,88 Ohm. Mein Innenwiderstand hat eine Größe von 5,88 Ohm. Okay. Im ärgsten aller Fälle, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel wissen will, was ist, da bei der Batterie, wenn ich einfach da ein Bügel drüber mache, Kurzschluss, Kurzschluss. Ja. Was passiert dann? Was rinnt da für Strom? Ja. Jetzt wissen wir, der Innenwiderstand sind 5,88 Ohm. Wir haben also unsere Spannungsquelle. Schaut jetzt so aus. U0, da haben wir gesagt, das sind 9 Volt in unserem Beispiel, das ist Ui, ja. Da haben wir ein Ri und das haben wir gerade ausgerechnet, 5,88 Ohm. Ja. Und jetzt kommt irgendwer lustiger auf die Idee und sagt, ich verbinde da Plus mit Minus, back, ohne Widerstand, gleich so. Ja. Jetzt ist die Frage, was rinnt da für Strom? Ja. Der sogenannte Kurzschlussstrom IK. Was rinnt da? Wenn ich den Innenwiderstand weiß, dann ist das Ganze kein Problem. Weil wir können nämlich wieder eine Masche hier setzen. Ja? Fahren wir wieder da. Eins. Masche 1. Und da kommt raus, U0 minus Ui ist gleich 0 Volt. Das heißt, mein Ui ist gleich U0. Okay? Und das sind 9 Volt. Gut? 9 Volt. Ja. Und jetzt habe ich einen Widerstand und eine Spannung. Und damit kann ich mein IK, der rinnt da auch durch, ja, meinen Strom ausrechnen. IK ist gleich UI dividiert durch RI, ja, und das sind 9 Volt dividiert durch 5,88 Ohm. Schauen wir uns das wieder an. 9 Volt dividiert durch 5,88 Ohm sind 1,53 Ampere. Mehr wird es nicht, ja, selbst wenn ich das kurz schließe, weil der Innenwiderstand mir den Strom auf diesen Kurzschlussstrom begrenzt. Ja. Was haben wir dann für Leistung? Ja. P
die innere Leistung oder die Verlustleistung da drinnen. Das ist UI mal IK. Das sind 9 Volt mal 1,53 Ampere. Ja. Also mal 9, 13 Watt. 13,78 Watt. Es ist jetzt so, dass der Innenwiderstand relativ groß ist. Ja. Normalerweise wollen wir bei einer Spannungsquelle ganz kleine Widerstände. Ideal haben wir gesagt, gar kein Widerstand, null. Ja. Ganz kleine Widerstände. Das heißt, die innere, die Ströme, die da rauskommen, sind schon ganz groß. Ja. Die bringen bei einer Autobatterie einen Gabelschlüssel, den man auf die Pole legt, zum Schmelzen, zum Glühen. Ja. Nicht ausprobieren. Also das sind übrigens auch die drei Betriebszustände einer Spannungsquelle. Ja. Wir haben, das ist wieder Theorie, ja. Erster Betriebszustand, ja. Offene Klemme. Dann gilt nämlich, der Strom ist 0 Ampere und die äußere Spannung U ist gleich der inneren Spannung U0. Hm? Da. Schau dir das an. Hm? Also wenn der Strom 0 ist, ist die äußere Spannung U ist gleich U0. Wir sind hier bei diesem Punkt hier. Ja? Zweite standardmäßige. Zweiter Punkt ist Kurzschluss. Das heißt, mein I wird gleich dem Kurzschlussstrom, ja, und das ist U0 dividiert durch RI. Das haben wir gerade da anhand des Beispiels ausgerechnet, dass das so ist. Ja. Kurzschluss. Ja. Und dann gibt es normalen Betrieb. Ja. Betrieb, also die Ausgangsspannung, dünne Ausgangsspannung sind 0 Volt hier. Ja. Weil da, wenn ich das kurz schließe, da habe ich keine Spannung dazwischen. Ja. Und im Normalbetrieb, das haben wir eh da schon ausgerechnet, ja, dann gibt es halt ein I. Ja. Das sind 0 Ampere kleiner I kleiner IK, also irgendwo dazwischen. Dann ist meine Ausgangsspannung U gleich U0 minus RI mal I. Das ist es. Im Normalbetriebsfall, das haben wir eigentlich hier in diesem Beispiel gehabt. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel das RI weiß und das RL weiß, kann ich die zwei ja zusammenrechnen, weil sie in Serienschaltung sind. Also hier zum Beispiel, wenn das hier 5,88 Ohm und 100 Ohm sind 105,88 Ohm. Ja. Und dann habe ich hier nur einen Widerstand und eine Spannung. Spannung dividiert durch diesen einen Widerstand und ich kann meinen Strom ausrechnen, weil kommt wieder 85 mA raus. Je nachdem, gell, wie wir es brauchen, können wir das machen. Das wäre also die Lektion über die Spannungsquelle. Spannungsquellen sind sehr vielfältig. Spannungsquellen gibt es praktisch überall rund um uns. Die meisten Sachen, die wir kennen, wo so Strom rausrinnt, ist eine Spannungsquelle. Vielleicht Schweißtrafo ausgenommen. Schweißtrafo wäre eine Stromquelle, aber das reden wir das nächste Mal. Okay. Ja, für die Spannungsquelle wäre es das jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören. Pfiat euch.